Hallo und herzlich willkommen zu meiner Bachelor-Präsentation im Fach Kommunikationsdesign Sommersemester 2022 an der Fachhochschule Trier. Mein Name ist Alessandra Weiland und ich werde in den nächsten Minuten mein Projekt vorstellen. Zunächst eine kleine Übersicht über meine kommende Präsentation. Als erstes möchte ich die Problemstellung vorstellen, dann kommen wir zu dem Resultat, also dem Buch, und am Ende möchte ich noch auf den Buchschieber eingehen. Kommen wir also zunächst zur Problemstellung. Das bin ich. Ich studiere seit 2018 Kommunikationsdesign an der Fachhochschule Trier und habe vorher schon eine Ausbildung zur Mediengestalterin abgeschlossen. 2020 kam ich auf die Idee, dass ich gerne einen Hund hätte und ich fand, der Moment dafür war einfach perfekt. Deshalb machten wir uns auf die Suche nach einem geeigneten Hund. Es ist dann ein Dalmatiner geworden, der mittlerweile fast 2 Jahre alt ist. Sein Name ist Archie. Archie ist unser erster Hund gewesen und im Vorfeld habe ich mir natürlich viele Gedanken gemacht, weil ich nicht wollte, dass etwas schief geht. Ich habe mich mehrere Monate lang eingelesen, ich habe nochmal kontrolliert, ob ich alles Notwendige habe. Ich habe geschaut, dass der Hund und die Hunderasse wirklich zu mir passt, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, beim ersten Hund könnte ich halt einfach ein bisschen professionelle Hilfe gebrauchen. Also habe ich mich schon bevor der Hund bei uns einzog, auf die Suche gemacht nach einer Hundeschule, die unseren Weg begleiten kann. Eine Hundeschule war schnell gefunden, doch leider war dann wieder mal Lockdown und die Hundeschule war geschlossen. Ich wusste nicht so richtig, wie kann ich jetzt mit dem Hund weiterarbeiten, was ist jetzt altersgerecht, welche Kommandos sollte er schon können und mir fehlte so ein bisschen die Inspiration. Also kaufte ich mir ganz viele Bücher. Ich dachte mir dabei immer, viel hilft viel und schnell hatte ich eine kleine Bibliothek voller Hundebücher, aber es war irgendwie nie so richtig das dabei, was ich mir gewünscht hätte. Ich suchte also weiter nach Büchern und hatte so eine relativ konkrete Vorstellung, was ich haben möchte. Ich hätte gerne ein Buch, in dem von allem so ein bisschen was drinsteht, um herauszufinden, was die Themen sind und was mich interessiert, worüber ich mich halt weiter informieren will. So ein kleiner Querschnitt, um einfach mal einen Überblick über das Thema Hund zu bekommen. Ich suchte also immer weiter, kaufte mir Bücher und fand irgendwie nur Bücher, die entweder speziell zum Thema Welpe waren und nicht so richtig auf Probleme eingingen, die schon früh auftreten konnten, sondern in denen nur Sitzplatz und ausbehandelt wurde, oder Bücher, wo es dann schon sehr konkret ging, was tun, wenn es schon einen Beißvorfall mit dem Hund gab, von dem wir ja weit weg waren, oder wie kann ich meinem Hund beibringen, nicht aggressiv auf Artgenossen zu reagieren. Das war mir dann aber natürlich auch schon wieder zu viel. Das Ergebnis meiner kleinen Marktanalyse war also, dass es tausende Hundebücher gibt, die entweder sehr spezifisch oder viel zu schwammig sind. Dabei fiel mir auch auf, dass viele Hundebücher entweder todernst gestaltet sind, quasi im Duktus von, wenn du hier einen Fehler machst, dann wird dein Hund sofort hochaggressiv, oder sehr kindlich, fast schon kitschig. Ich wollte etwas, was eine gewisse Leichtigkeit vermittelt und einen immer wieder motiviert und sagt, ey, wenn es mal nicht läuft, dann läuft es einfach nicht gut, weil das ist halt einfach die Realität. Tiere sind keine Menschen und man kann Tiere zu nichts zwingen. Und irgendwie fehlte mir ein Buch, was mir ja auch dieses Wissen, was ich mir mittlerweile angeeignet hatte, so ein bisschen vermittelt. Dass nicht immer alles funktionieren muss, aber dass man halt dranbleibt, motiviert bleibt und immer weitermacht. Und so kam ich auf die Idee für meine Bachelorarbeit. Meine Bachelorarbeit ist ein Buch über 90 Seiten geworden, das einen durch das erste halbe Jahr mit dem Hundewelpen begleitet. Es gibt wöchentlich Fragebögen, die man ausfüllen kann, darauf gehe ich aber später nochmal ein. Es gibt Trainingskarten und Tipps im Umgang mit dem Hund, einen Überblick über alles, den man nutzen kann, um sich dann später nochmal genauer in einzelne Themen einzulesen, wenn sie denn relevant werden sollten. Zuerst mal zum Format und zum Aufbau. Das Buch ist 400 auf 280 mm groß, geöffnet und geschlossen 200 auf 280 mm. Das Papier für die Zwischenseiten ist auf 120 Gramm gedruckt. Zwischendurch sind Karten eingesetzt, die auf 300 Gramm Papier gedruckt sind. Darauf gehe ich gleich auch nochmal ein. Bei den Schriftarten habe ich mich für Turmeric Brush entschieden, in 34 Punkt für die Kapitelüberschriften, in 17 Punkt für die Kartenüberschriften und in 8 Punkt für Fachworte und Kommandos, die im Fließtext erneut erwähnt werden. Als Schrift für den Fließtext habe ich mich für die Neuzeit Grotesk in 10 Punkt entschieden. Das hat den Hintergrund, dass ich wollte, dass man auch mal einen Blick auf das Buch werfen kann, während man gerade mit dem Hund etwas übt. Deshalb ist die Schrift einfach etwas größer geworden, damit man es auch gut lesen kann, wenn man es nicht gerade in der Hand hält, sondern neben sich auf einem Tisch liegen hat.
Hier sieht man eine kurze Übersicht des Buchkerns, anhand dessen ich gleich erklären werde, welche Seitentypen ich genutzt habe und wie die Aufteilung des Buches ist. Zunächst möchte ich auf die eben schon erwähnten Trainingsseiten eingehen, die einem Anreize bieten, Spiele, Kommandos oder alltägliche Dinge zu trainieren. Im oberen Teil jeder Trainingsseite findet man eine lange Erklärung, im unteren Teil eine Karte mit einer kurzen Erklärung, die man rausreißen kann. Auf der Karte findet man auch immer wieder die Seitenzahl, auf der man die lange Erklärung findet. Es wird auf Fehler hingewiesen und auch auf eine Zielsetzung. Das war mir besonders wichtig, weil ich manchmal gar nicht richtig wusste, was ist jetzt das Ziel des Kommandos. Mir war zum Beispiel anfangs nicht klar, dass beim Kommando Sitz der Hund sitzen bleibt, bis man das Kommando auflöst und nicht einfach nur irgendeine kurze Zeitspanne lang, bis er dann von selbst wieder aufsteht. Deshalb habe ich diese Zielsetzung, die gerade auch bei den Tricks und späteren Kommandos wichtig ist, hier unten nochmal erneut formuliert und aufgenommen. Und hier sieht man nochmal genauer, wie das Ganze funktioniert. Die untere Hälfte der Seite wird aus dem Buch herausgetrennt und die Karten kann man dann sammeln, um sich spannende Trainings zusammenzustellen. Kommen wir nun zur Übersicht der Themenseiten. Gegenüber aller Trainingsseiten findet sich eine Themenseite. Es gibt aber auch andere Passagen im Buch, an denen diese Themenseiten zu finden sind, je nachdem, in welcher Lebensphase der Hund sich gerade befindet. So findet man zum Beispiel in der 16. Lebenswoche Tipps, wie man dem Hund beim Zahnwechsel helfen kann, der bald beginnen wird. Zum Beispiel, dass man dem Hund gefrorene Möhren anbieten kann, um ihm den Zahnschmerz einfach ein bisschen zu nehmen. Diese Informationen sind, wie gesagt, an der Stelle im Buch, an der sie auch benötigt werden, sodass man schon Bescheid weiß, bevor dieser neue Lebensabschnitt beginnt. Diese rechten Seiten orientieren sich nicht an einem bestimmten vorgegebenen Layout-Typ, aus dem Grund, dass die Themen so unterschiedlich sind. Teilweise sind hier Grafiken eingebaut, an anderer Stelle ist es eher textlastig, manchmal hat man viele Illustrationen, um einen bestimmten Sachverhalt zu erklären. Damit das Buch seine Leichtigkeit nicht verliert, sind diese rechten Seiten also immer neu und unterschiedlich gestaltet, um die Aufmerksamkeit des Lesers von der linken auch auf die rechte Seite zu lenken. Nun möchte ich noch kurz auf den Wochenfragebogen eingehen, der am Ende jeder Woche kommt. Hier kann man sich anschauen, was man diese Woche gemacht hat. Man kann notieren, was schon gut lief und was noch nicht so gut funktioniert hat. Außerdem kann man hier Größe und Gewicht des Welpen notieren und man kann das Ganze so ein bisschen als Tagebuch sehen. So hat man hinterher die Möglichkeit, sich beispielsweise im nächsten Jahr mal anzuschauen, wo waren die Probleme mit meinem Hund, als er 16 Wochen alt war. Und da fällt einem manchmal auf, dass man dort Notizen findet, an die man gar nicht mehr gedacht hatte, Probleme, die längst vergessen sind. Das motiviert einen auch, immer weiterzumachen, weil man sieht, wie viel man schon geschafft hat. Und das würde einem gar nicht so auffallen im Alltag. Deshalb dachte ich mir, es ist eine gute Möglichkeit, das alles zu notieren, um den Überblick zu behalten. Hat man nun also eine Woche geschafft und den Fragebogen ausgefüllt, blättert man zur nächsten Seite, auf der man dann wieder zwei Lernkarten heraustrennen kann. Sobald man diese Lernkarten heraustrennt, sieht man einen Teil des Fragebogens der vorherigen Seite wieder. Um genau zu sein, den Teil, auf dem man notiert hat, was letzte Woche schon besonders gut gelaufen ist. Das kann beim Training in der neuen Woche motivierend sein, sich darauf zu fokussieren, das klappt schon und nicht immer nur an die Probleme zu denken, die man schon hat, sondern sich vielleicht mal darauf zu fokussieren, was der Hund schon alles kann, statt immer nur daran zu denken, was er noch lernen muss. Möchte ich noch auf die Farbwahl eingehen. Ich habe mir eine Palette aus gut zusammenpassenden Ausgangsfarben zusammengestellt. Dazu die Schriftfarbe dunkelblau. In dem ganzen Buch ist nämlich kein schwarzes Element zu finden. Ich wollte, dass das Buch einen soften Look hat, aber trotzdem nicht kitschig wirkt. Also habe ich aus den Ausgangsfarben durch Reduzierung der Deckkraft eine ganze Farbpalette geschaffen. Da ich für die Illustrationen aber noch einen dunkleren Farbton für die Schatten benötigt habe, habe ich die Ausgangsfarben mit 50% schwarz versetzt, um dann einen jeweils dunkleren Farbton zu erhalten. Dieser kommt aber nur selten zum Einsatz. Kommen wir nun zu meinen Illustrationen. Die Farben, über die ich eben gesprochen habe, habe ich eingesetzt, um eine ganze Palette an Illustrationen aufzubauen. Grundlage für die Illustrationen war selbstverständlich mein Hund. Eigentlich wollte ich ihn nicht so prominent in das Buch einbauen, aber er hat eine gute Form und man könnte anhand von ihm, sofern man die Punkte weglässt, einige Hunderassen vermuten. So könnte dieser Hund auf dieser Illustration universal beispielsweise für einen Weimaraner, einen Wischler oder einen Labrador stehen. Es muss gar nicht per se ein Dalmatiner sein. Zudem wollte ich auch einen Hund mit kurzem Fell illustrieren, damit man besonders gut sieht, wie der Hund sich bewegt und in welcher Position er bleibt. Also bot sich das einfach an.
Zudem habe ich auch eine Reihe von Handgesten illustriert, damit man im Buch nicht nur sieht, wie der Hund sich bewegen soll, sondern auch, wie die Hand sich bewegen muss, um das entsprechende Kommando ausführen zu können. Auch die Handillustrationen kann man schnell neu einfärben und an die jeweiligen Karten anpassen. Alle diese Illustrationen, sowohl die Hunde als auch die Hände und die Illustrationen, die im Folgenden kommen, sind zudem Vektorillustrationen, das heißt, sie sind beliebig skalierbar. So sind selbstverständlich nicht nur die Hunde, sondern auch die Hände auf den unterschiedlichen Karten entsprechend der Kartenart eingefärbt. Für Kommandos, also Grundkommandos wie Sitz und Platz, habe ich mich für die Farbe Blau entschieden. Tricks sind in der Farbe Orange dargestellt, Spiele in der Farbe Grün. Damit der Mensch besser sieht, was er und der Hund tun sollen, habe ich die Illustrationen 50% Transparenz für die Ausgangsposition noch einmal dahinter gelegt und dadurch entstanden sind zum Beispiel diese drei Karten. Auf der linken Seite sieht man, wie man dem Hund das Kommando Männchen beibringen kann. In der Mitte oben sieht man, wie man dem Hund das Kommando Platz beibringen kann durch Senken der Hand und unten in Grün ist ein Spiel dargestellt. Beim Spiel gibt es keine wirkliche Handbewegung durch den Menschen, aber trotzdem hilft die Karte ja dabei zu sehen, wie der ungefähre Aufbau ist und was der Hund tun soll. Zudem habe ich die sachlichen Illustrationen durch eine Reihe von dekorativen Illustrationen ergänzt. So sieht man beispielsweise links unten einen Hund mit einem korrekt sitzenden Maulkorb. Die Illustration relativ mittig mit dem Stock zeigt, was passieren kann, wenn man einem Hund einen Stock zum Spielen gibt. Diese können splittern und ernsthafte Verletzungen hervorrufen. Die restlichen Illustrationen sind eher zum Füllen der Seiten und als optischen Anreiz gedacht. Zum Abschluss möchte ich noch auf den Buchschieber eingehen. Mir war es ein Anliegen, dass man die Karten nicht einfach nur aus dem Buch heraus trennt und alles fliegt irgendwie lose herum. Deshalb habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie man die Karten denn sortieren und damit arbeiten kann. Hier ist das Schnittmuster des Buchschiebers zu sehen. Der obere Teil wird nach Kauf des Buches einfach abgetrennt und der untere Teil kann neu gefaltet und als Kartenschieber verwendet werden. Hier sieht man, dass verschiedene Schlitze eingebaut sind, sodass man die Karten auch sortieren kann. So können die Karten also in den verschiedenen Schlitzen je nach Kenntnisstand sortiert werden. So kann man beispielsweise die Karten, die neu sind oder die noch nicht so gut funktionieren, weiter nach vorne sortieren, während man die Karten, die schon gelernt sind, etwas weiter nach hinten bringt, ähnlich wie bei einem Vokabellernsystem. Der Buchschieber schützt nicht nur das Buch vor dem Kauf, sondern kann danach auch weiterverwendet werden. Er ist aus Pappe hergestellt und daher auch voll recycelbar. Und somit wären wir auch schon am Ende dieser Präsentation angelangt. Ich möchte mich auf diesem Wege nochmal bei der Fachhochschule Trier bedanken, bei allen Dozenten und Professoren und Mitarbeitern, insbesondere bei Professor Harald Wilhelm Steber für die gute Betreuung des Projektes. Mein Dank geht auch an Benno Lutz vom Fotostudio, der mir beim Erstellen der Fotos für die Präsentation geholfen hat, und an Edie Willems, der mich beim Binden des Buches unterstützt hat. Sonst hätte ich eher keine Druckerei gefunden, die dieses Buch mit den unterschiedlichen Grammaturen zusammenbringen und dann noch heraustrennbare Teile einfügen kann. Ohne ihn hätte ich jetzt kein fertiges Exemplar des Buches. Vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass Ihnen meine Präsentation gefallen hat und dass ich mein Projekt gut erläutern konnte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.